Hallöchen, mein Lieben, und herzlich willkommen eventuell zu meinem letzten Schwangerschaftsupdate für diese Schwangerschaft. Genau, es hat sich einiges getan und es ist einiges passiert, wo ich so ein bisschen berichten wollte. Und natürlich auch zum, oder vor allem zum letzten Frauenarzttermin. Genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, aktuell bin ich schon in der 39. Woche, heute genau bei 38 plus 2. Wer weiß, ob ich das Video überhaupt noch vor der Geburt geschnitten bekomme, denn ja, ich habe sowohl meinen Schleimpfropf verloren und am Donnerstag vor vier, fast jetzt 5 Tagen war mein Muttermund bereits 1 Zentimeter geöffnet. Also der Geburt steht nichts mehr im Wege. Und genau, deswegen sitzen wir alle hier auf heißen Kohlen. Natürlich, ein Schleimpfropfabgang hat so an sich gar nichts zu bedeuten erstmal. Der kann sich nämlich auch wieder neu entwickeln. Und das kann gut auch nochmal 2 oder 3 Wochen dauern bis zur Geburt. Genau, aber ja, die zusätzlichen Wehwehchen und sowas, die ich jetzt seitdem habe, die zeigen mir schon, dass da unten ordentlich was passiert. Genau, aber fangen wir ganz von vorne an. Also, das Ganze fing an am Dienstag, 2 Tage vor meinem nächsten Frauenarzttermin, also jetzt eine Woche her. Und da hatte ich den ganzen Nachmittag unglaublich viele Wehen. Ja, noch nicht regelmäßig, aber sehr häufig, sehr intensiv mit Unterleibsschmerzen, also auch schon schmerzhaft. Und ich dachte, na, geht es jetzt los? Ich war ganz überrascht. Genau. Also das tat auch ordentlich weh und sowas. Und dann ging das aber auf einmal wieder weg. Und es war wieder alles in Ordnung. Und dann, ja, dachte ich mir, gut, dann war es das wohl. Ja, am Mittwoch war alles in Ordnung. Und am Donnerstag hatte ich meinen Frauenarzttermin ganz früh morgens. Und da sind wir dann auch hin. Und bei der vaginalen Untersuchung hieß es dann, ja, Gebärmutterhals ist schon etwas verstrichen, aber es ist noch was da. Und Muttermund 1 Zentimeter geöffnet. Gut, dann habe ich gedacht, ja, das ist auf jeden Fall vom Dienstag dann, weil ich am Dienstag schon gemerkt habe, dass sich da unten was tut. Also ich hatte so ein Spannungsgefühl und sowas. Genau. So, am Donnerstagnachmittag hatte ich dann relativ starke Blutungen. Und zwar altes Blut, braunes Blut. Und ich war sehr, sehr erschrocken. Also ich war ganz normal auf Toilette und dann habe ich das gesehen und dachte, hu, was ist denn das jetzt? Und habe das natürlich direkt gegoogelt, habe meine Schwestern geschrieben und war völlig verzweifelt, aber erstmal eine Runde geheult. Und ja, dann beim nächsten Toilettengang kam wieder Blut und eine Menge Schleim. Und dann wusste ich, okay, das ist der Schleimpropf. Propf. Komisches Wort. Ja, und dann wusste ich, okay, dann tut sich wohl doch noch ein bisschen mehr am Muttermund gerade. Dann am Freitag morgens, auch direkt beim ersten Toilettengang, hatte ich wieder einen riesen Klumpen Schleim mit Blut am Toilettenpapier. Und ja, da war für mich dann klar, okay, jetzt ist der Schleimpropf auf jeden Fall abgegangen. So viel Schleim mit Blut und sowas, das kann auf jeden Fall nichts anderes sein. Ja, und seitdem wehe ich vor mir her, habe unglaublich Glieder- und Beinschmerzen, habe Unterleibsschmerzen, habe ein ganz komisches Ziehen und so ein Dehngefühl untenrum, habe teilweise schon das Gefühl, dass das Köpfchen schon unten rausguckt, weil es einfach so zieht und drückt. Ja, die Kleine war auch am Samstag sehr, sehr ruhig. Also wirklich, dass ich mir schon echt Sorgen gemacht habe, ob das nicht irgendwie das Blut nicht doch von der Plazentaablösung oder sowas kommen könnte, weil sie unglaublich ruhig war. Also sie hat ab und zu mal was gezeigt, aber das war absolut nicht vergleichbar. Und deswegen war ich auch kurz davor, dann ins Krankenhaus zu fahren. Aber
Es hat sich zum Glück alles wieder normalisiert. Jetzt ist sie wieder komplett aktiv und ist sehr, sehr aktiv, finde ich, für vielleicht die letzten Tage. Aber wir schauen mal. Genau. Also, Stand der Dinge. Es könnte jederzeit losgehen, laut Frauenärztin. Und ich bin super gespannt, ja, was noch so die nächste Zeit kommt. Ja, jetzt möchte ich noch zum Frauenarzttermin ein bisschen was sagen. Und danach, ja, noch allgemein so über mein Befinden. Also, beim Frauenarzttermin war an sich alles gut mit dem Baby. Auf jeden Fall, das ist schon mal das Wichtigste. Und ich habe auch ein Bild bekommen, ich müsste das nur einmal suchen hier. Hier ist es. Ja, man sieht nicht allzu viel. Nämlich nur einmal so ein bisschen das Profil. Aber im Ultraschall hat man mega viel gesehen. Zum Beispiel hat man auch gesehen, dass sie die Augen auf hatte. Das war so verrückt. Und man hat richtig gesehen, dass sie schon richtig viel Speck im Gesicht hat. Also, dass sie schon so ein richtiges, ja, so ein richtiges Specky-Baby ist. Also sehr, sehr niedlich. Und wie gesagt, im Ultraschall war auch alles in Ordnung. Die Kleine sitzt auch richtig tief im Becken, also sie kann sich da auch nicht mehr rausdrehen. Und beim Blasensprung dürfte ich auf jeden Fall auch laufen ohne Probleme. Beim letzten Mal, das wisst ihr vielleicht noch vom letzten Update, habe ich gesagt, dass die Kleine ziemlich groß ist für die Woche. Sie wurde auf 50 cm geschätzt und knapp 3 Kilo. Und jetzt beim letzten Mal wurde sie nur noch auf 2600 Gramm geschätzt und 48 cm. Das sind alles nur Schätzwerte, das weiß ich. Und das sieht man ja auch, dadurch, dass sie einfach letzte Woche, also geschrumpft ist sie ja nicht. Das macht keinen Sinn. Und deswegen sieht man ja, das sind alles nur Schätzwerte. Und ja, ich bin gespannt, wie die Kleine dann nachher auf die Welt kommt. Bei Lia hieß es auch immer, sie ist zu klein und dann hatte sie trotzdem über 3 Kilo. Wir warten mal ab. Also jetzt Stand der Dinge 2600 Gramm und 48 cm. Würde mich auch nicht stören, wenn sie ein bisschen kleiner ist. Genau, im CTG waren tatsächlich auch drei große, starke Wehen innerhalb von 15 Minuten dabei. Hatte sie hier nochmal extra reingeschrieben. Kann ich euch noch mal zeigen. Seht ihr das? Genau. Den Rest der Erstsprache verstehe ich nicht, außer dass die Herztöne durchschnittlich bei 140 lagen vom Baby und sonst, wie gesagt, drei kräftige Wehen. Ja, sonst, was steht hier noch zu mir? Ich wiege jetzt 58 Kilo, das heißt, ich habe 13 Kilo zugenommen. Das ist ein bisschen mehr als bei Lia, also 1 Kilo mehr als bei Lia, aber ich trage auch schon. Na, da habe ich noch nicht länger getragen, aber jetzt trage ich länger als bei Lia. Und ich habe auch extrem Wassereinlagerung diesmal. Also, das hatte ich bei Lia nicht so stark und diesmal habe ich das wirklich sehr, sehr extrem. Ja. Sonst hat sie nur aufgeschrieben, dass der Kopf eben fest ist und dass der Muttermund 1 cm geöffnet ist. Ja, sonst, wie geht's mir? Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele schmerzhafte Wehen. Ja, es gibt aber keine Regelmäßigkeit oder irgendwas. Es ist einfach ab und an mal eine starke Wehe, die auch wirklich schon richtig nach unten drückt, die Unterleibsschmerzen macht. Und dann habe ich die ganze Zeit Gliederschmerzen, Oberschenkelschmerzen. Ja, solche Sachen. Extrem auch wieder Übelkeit, heute auch wieder ganz extrem, ein ganz komisches Magendrücken, Durchfall, es ist ganz, ganz komisch. Ja, ich erwarte eigentlich wirklich so, das fühlt sich alles so nach Geburt an, aber es passiert nichts und das frustriert mich so. Weil ich jedes Mal geht Felix ins, also wenn wir ins Bett gehen, sagt Felix auch immer bis nachher. Und ich sage, Schatz, das bringt nichts. Das bringt Unglück. Weil er halt auch immer denkt, dass es direkt in der Nacht losgeht. Und gestern zum Beispiel habe ich mich auch nachmittags hingelegt zum Schlafen. Und das ist super ungewöhnlich für mich, weil ich jegliche Arbeit
vors Schlafen ziehe und wenn ich die Möglichkeit habe, in Ruhe 2 Stunden zu arbeiten und dann lieber schlafen gehe, dann ist es schon sehr ungewöhnlich für mich. Und deswegen hat Felix gestern auch gesagt, das geht heute auf jeden Fall los, weil ich das bei Lia eben auch hatte. Da bin ich auch schlafen gegangen und dann ist die Fruchtblase geplatzt. Ja, und dann ist wieder nichts passiert. Also es ist irgendwie, alle denken, es geht los und keiner weiß und nichts passiert. Ja, und das frustriert mich ein bisschen. Aber wir müssen warten. Die Kleine wird sich selber entscheiden, wann sie kommen möchte. Vielleicht ist sie auch einfach noch nicht so weit. Vielleicht möchte sie noch, ja, ein bisschen bei Mama drin bleiben hier. Wir reden ihr auch schon zu, dass sie rauskommen darf, dass alles bereit ist. Aber sie darf natürlich auch noch drin bleiben, wenn sie möchte. Sie hat ja auch noch Zeit. Ich möchte ihr auch gar keinen Stress machen. Aber dadurch, dass sie jetzt Schleimpropf abgegangen ist, Muttermund öffnet sich, dadurch signalisiert sie ja, dass sie raus möchte. Weil sonst würde der Körper das ja nicht machen. Und deswegen sind wir halt so ungeduldig. Oder ich besonders bin ganz ungeduldig. Ja. Mal schauen, ob das letzte Schwangerschaftsupdate war. Ich nehme euch nebenbei so ein bisschen Wehentagebuchartig mit. Ich weiß nicht, wie viel ich da noch filmen werde. Das Video ist nämlich schon sehr, sehr lang. Weil ich euch ich sehr, sehr viel mitnehme da und viel über meine Gedanken spreche und sowas. Aber ich denke, das ist super interessant, vor allem für mich später. Und genau. Deswegen schauen wir mal, ob das das letzte Update wird oder ob wir in einer Woche nochmal zum Frauenarzt fahren. Und dann wäre auch schon fast der ET. Ja, ich bin super gespannt, wie gesagt. Von mir aus kann es losgehen. Die Woche wird auch nicht mehr so heiß. Wir haben hier total Sauwetter, also Regen und 15 Grad. Und deswegen wäre das, glaube ich, das perfekte Wetter zum Entbinden. Also von mir aus, los geht's. So, jetzt hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das mit dem Schleimpropf und so eventuell ähnlich hattet, dass es so lange noch gedauert hat, bis es losgeht. Weil auf Instagram haben mir wirklich die meisten geschrieben, dass es dann innerhalb von einem Tag oder 2 Tage losging. Und jetzt hocke ich hier schon seit Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 4 Tagen ohne Schleimpropf. Ja, also schreibt mir das gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!